Jupp Heynckes am Samstag in Augsburg nach Schlusspfiff als gefeierter Mann. Mit großen Gesten und mit großen Worten im Moment des Titelgewinns. Ich möchte einen Gruß nach Italien schicken zu Carlo Ancelotti, der aus meiner Sicht auch Anteil an der deutschen Meisterschaft hat. Er war mein Vorgänger, auch wenn es nur 7 Spieltage war. Er ist für mich ein Gentleman. Von dem Heynckes in einer sportlich schwierigen Zeit im Herbst des Vorjahres das Traineramt übernahm, die Wende in der Bundesliga eindrucksvoll schaffte und unter dem nun die Bayern am 29. Spieltag in Augsburg vorzeitig den insgesamt 28. deutschen Meistertitel einfuhren. Die Mannschaft hat das großartig gemacht. Wir waren ja im Herbst schon einige Punkte hinten dran, 5 Punkte genau. Und jetzt hat sie das so großartig gemacht, dass wir jetzt vorne wegmarschieren. Also ich bin zumindest sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen, auf die Mannschaft. Riesenkompliment. Die haben sich alle zusammengerissen. Wir haben alle eben schwierige Zeit gehabt am Anfang, aber haben das alle nochmal rumgerissen. Ich muss wirklich sagen, der Spirit und der Teamgeist ist extrem hoch hier bei uns. Sind alle gut drauf, alle sehr, sehr positiv. Und wenn das dann auch noch zusammenpasst, innerhalb der Mannschaft auch, dann kannst du immer Großes leisten und Titel gewinnen. Um 17.20 Uhr und nachdem unser Cheftrainer noch ganz pflichtbewusst seine Brille eingesteckt hatte, war das Meisterstück der Heynckes Bayern schließlich perfekt. Nach einem souveränen 4:1 Auswärtssieg in Augsburg als Spiegelbild einer bisher beeindruckenden Bundesliga-Saison, in der an diesem 7. April 2018 die 6. Meisterschaft in Folge eingefahren wurde. Was wir hier seit 6 Jahren erleben, ist einfach ein einfacher Traum. Ja, das ist schon eine Riesengeschichte. Super happy, weil ich glaube, das war eine super Saison. Und jetzt so ein Titel, das ist für mich ein Riesending. Für mich geht jedes Mal aufs Neue ein kleiner Traum in Erfüllung. In diesem Sinne, Prost auf diese meisterlichen Heynckes Bayern 2017-18. Gracias, James, por atendernos. La primera pregunta y sobre todo darte la enhorabuena. ¿Cómo te sientes después de conquistar tu primera Bundesliga? Soy feliz con esta primera liga. Creo que se da a todo el día a día, a lo que trabajas. Y bueno, ojalá que pueda conseguir más títulos. Creo que lo celebrasteis después del partido en Augsburgo. ¿Cómo fue la celebración? No, creo que fue lindo porque 6 fechas antes, 6, ¿no? Creo que faltan 6. Entonces, yo creo que da una forma como de tranquilidad para todo lo que viene y poder pensar en Champions, poder pensar en Copa también, que es una Copa que todos quieren, el club también y obvio yo también quiero eso. Has nombrado la Champions, mañana llega el Sevilla, partido de vuelta. ¿Cómo afrontáis el partido después del 1-2 de la ida? No, yo creo que hay que afrontar el partido con mucha intensidad, con muchas ganas, estando siempre a tope. Y bueno, en casa todos tenemos claro de que tenemos que salir con mucha intensidad, con muchas ganas. Y bueno, poder hacer un buen partido con un buen fútbol, jugando bien. Y obviamente poder ganar contra un rival fuerte, que juegan bien. Entonces tenemos que entrar con mucha concentración y con muchísimas ganas. Pues muchas gracias, James, y mucha suerte mañana. Muchas gracias. Das Mir san Meistergefühl ist allen beim FC Bayern München im Gesicht abzulesen. Der erste Schritt ist geschafft, der erste wichtige Titel geholt. Souverän, überzeugend, geschlossen. Dass sich das auch auf die Stimmung für das kommende Champions League Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla auswirkt, ist doch logisch. Dass an der Sevener Straße auch heute wieder eine Bombenstimmung war, dass die Spieler nicht nur mit hoher Qualität trainiert haben, sondern auch, dass sie einfach mit Freude und Lust und Leidenschaft bei der Sache waren und sind.
Es ist genau diese Mischung, diese Dosierung, die Trainer Jupp Heynckes beherrscht wie kaum ein anderer. Trotz der allgemeinen Erwartung, den Druck von der Mannschaft zu nehmen, auch oder vor allem bei K.O.-Spielen. Am Selbstvertrauen mangelt es nicht. Die aktuelle Meisterschaft im Rücken und der Auswärtssieg in Sevilla als Bonus. Das Team strotzt vor Optimismus. 2-1 ist gut, aber es, wie gesagt, die haben ein super Spiel gemacht in Manchester. Das ist noch immer eine sehr gute, gefährliche Mannschaft und Fußball kann halt alles passieren. Wenn wir jetzt 1-0 in Rückstand geraten, dann, ja, dann haben wir natürlich viel Druck. Und deswegen müssen wir ganz konzentriert die Sache angehen. Und wir brauchen einfach, was wir schon immer gesagt haben, in der Champions League brauchst du immer Top-Leistungen. Und das gilt genauso für morgen. Arjen Robben und auch seine Teamkollegen sind on fire. Das war bei der heutigen Trainingseinheit zu erkennen. Und jeder weiß, was er zu tun hat. Die Bayern waren die letzten 7 Jahre immer mindestens im Champions-League-Viertelfinale und 5-mal im Halbfinale. Der Referee gegen Sevilla wird der Schotte William Cullum sein. Ein Bayern-Maskottchen quasi. Denn alle 4 Spiele in der Königsklasse unter ihm hat der FC Bayern gewonnen. Wir haben das große Ziel, ins Semifinale einzuziehen. Und ich denke, dass es für jeden Verein, der nicht nur an der Champions League teilnimmt, ein großer Erfolg ist, sondern ich glaube auch für viele Clubs, die gar nicht teilnehmen, wäre das ein Traum, mal irgendwann mal ins Viertelfinale der Champions League zu stehen oder im Halbfinale. Und bei Bayern München ist die Meisterschaft ist ja schon selbstverständlich, es ist die 6. Obwohl ich nach wie vor der Meinung bin, dass das was ein außergewöhnlicher Erfolg war und ist. Und ja, die Champions League, ja, nehmen wir auch mal so mit, aber das ist es nicht. Und wieder absorbiert Heynckes den Druck, denn dafür lebst du, dafür bist du Fußballspieler geworden. Also ja, ich liebe diese Spiele und das sind vielleicht auch manche Spieler spüren da extra Druck und werden ein bisschen nervös. Ja, bei mir kommt diese positive Energie, kommt dann raus, ja. Und wozu positive Energie alles imstande ist, ist ja bekannt. Und deswegen ist einer wie Arjen Robben auch so wichtig für die Mannschaft. Es ist kurz vor Mitternacht, das Ende eines sehr intensiven Arbeitstages für Dr. Müller Wohlfahrt. Was daran so interessant ist? Es sind die 3 Stunden davor. Mit einigen Patienten, die der Vereinsarzt zu versorgen hat. Sevilla ist dann schon reingegangen, hat nochmal alles versucht und da waren schon sehr heftige Zweikämpfe und ich glaube, Dr. Müller-Wohlfahrt hat dann einiges zu tun und ich denke, er wird morgen einen kleinen Muskelkater haben. Was jetzt in Madrid passiert ist, fand ich es total richtig, dass man nicht ins offene Messer gelaufen ist. Wenn man merkt, das geht heute nach vorne nicht so viel, dann muss man eben auf das 0-0 spielen und das war sehr professionell. Wie heißt es so schön, die Offensive sorgt für Siege, die Defensive holt dagegen Titel. Das 0-0 vielleicht das am wenigsten spektakuläre Viertelfinale an diesem Spieltag, aber der Respekt der 3 Konkurrenten im Halbfinale dürfte dennoch groß sein. Die andere Mannschaft will nicht gegen uns spielen. Das ist wir müssen auf uns konzentrieren. Und wenn du möchtest Champions League gewinnen, du musst das Spiel gegen jeden. Ja, und wir sind bereit. Ja, wenn du im Halbfinale bist, ist ganz klar das Ziel, da weiterzukommen. Und dann stehst du zwangsläufig im Finale ab. Es sind fast alle Spieler fit. Ich glaube, dass die angeschlagen jetzt auch wieder zurückkommen, außer Manu und Kingsley. Und dann können wir durchstarten. Ein gut gelaunter Brasilianer am Donnerstag. Na klar, der 32-Jährige mit einer überzeugenden Partie gegen Sevilla. Und die erlittene Schulterprellung halb so wild. Thomas Müller und Co. arbeiteten nach dem Einzug ins Halbfinale individuell im Leistungszentrum. Nicht so David Alaba, der gegen Sevilla noch geschont wurde. Er ist zwar nach überstandenen Rückenproblemen seit Montag wieder im Mannschaftstraining, ein Einsatz gegen die Andalusier kam für den Österreicher jedoch zu früh. Am Donnerstag absolvierte der 25-Jährige wieder eine komplette Einheit mit den Spielern, die gegen die Spanier nur kurz oder gar nicht zum Einsatz kamen. Und was soll man sagen, es war die Show des David Alaba. Der Österreicher, der überragende Mann auf dem Trainingsplatz. Das sahen auch seine Teamkollegen so.
An jedem normalen Trainingstag wäre dieser Treffer von Sandro Wagner wohl Tor des Tages geworden. Doch heute ist es David Alaba, der mit diesem Schuss auch seine Mitspieler beeindruckt. Und im abschließenden Trainingsspiel legt der Österreicher noch zwei schöne Tore nach. Und wieder gibt es Applaus. Was für eine Einheit unserer Nummer 27. Nach dem Training nimmt Alaba den Fahrservice bis zur Kabine in Anspruch. Nach dieser starken Leistung sei ihm das auf jeden Fall gegönnt. Aufbruch zum nächsten möglichen Teamhotel. Später wollen Dominik, Julia und Juan an diesem Abend noch ein Hotel für Sponsoren, vier Restaurants für Gäste und Presse sowie zwei schöne Locations für das sogenannte Pre-Match, einen Umtrunk vor dem Spiel, besichtigen. Jetzt geht es aber zum NH-Hotel. Es ist am wenigsten favorisiert, da es im Gegensatz zu den anderen Hotels 4 statt 5 Sterne besitzt. Aber sie haben viel Erfahrung mit anderen Teams. So waren hier schon Liverpool, Real Madrid und nur 3 Wochen davor Manchester United untergebracht. Und der FC Barcelona wird nur 3 Tage vor dem Spiel der Bayern in Sevilla dort nächtigen. Die Zimmer passen schon mal soweit. Und können alle Twin-Betten auch mit King-Matratze ausgestattet werden? Okay. Aber was der Delegation des FC Bayern sehr gut gefällt, ist der Essensraum für das Team und die Betreuer. Der Bereich ist vom Rest des Hotels abgetrennt, die Größe ist genau richtig und es gibt auch eine eigene Küche für die Köche des Vereins. Ein weiteres Plus, das Hotel besitzt einen eigenen Saal für das Champions League-Bankett nach dem Spiel gegen den FC Sevilla. Dort erwartet der Club gut 400 Leute. Auch das ist hier kein Problem. Alles in allem sind Dominik, Julia und Juan positiv überrascht von diesem Hotel. Die Entscheidung, welches Hotel sie für das Team vorschlagen werden, ziemlich schwer. Also am liebsten würde ich von allen 3 Hotels die jeweiligen Vorteile in 1 zusammenschieben, dann wäre es perfekt. Das hat alles, aber halt, man sieht, dass es ein 4-Sterne ist. Ja, und die Zimmer sind ein bisschen abgewohnt. Das stimmt auch, das stimmt auch. Und keine Suiten, sondern ja nur 7 Junior-Suiten. Aber dafür sind halt die Funktionsräume, ist der schönste Essensraum, ist am funktionabelsten, die Etage exklusiv. Könntest du schon Sonntag aufbauen? Ja, super. Dominik und Julia schlagen ein Hotel vor. Letztendlich entscheiden, welches sie nehmen, wird dann der Vorstand des FC Bayern. Es ist wahr, Niko Kovac wird neuer Trainer des FC Bayern München zum 1.7.2018. Wir beide haben uns gestern auf einen 3-Jahres-Vertrag geeinigt und da bin ich sehr glücklich drüber. Es gibt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die ihm ermöglicht, eben vorzeitig aus dem Vertrag rauszukommen. Niko ist einer, der kennt den Club, der kennt die DNA des Clubs. Er hat hier gespielt, mit mir zusammengespielt von 2001 bis 2003 und wir kennen uns sehr gut, wir pflegen ein sehr freundschaftliches Verhältnis und sind sehr glücklich, dass wir ihn als Trainer gewinnen können. Jetzt schauen wir gemeinsam auf den Monitor, den Andrei Schewtschenko, der ehemalige Top-Stürmer, Ukrainer, mittlerweile ja auch ukrainischer Nationaltrainer, greift zum ersten Mal zu und er zieht sofort die Bayern. Also heißt erstmal Heimspiel dann auf jeden Fall im Halbfinale der Champions League und jetzt warten wir einfach kurz ab, was er denn da als zweites los rausholt. Wir sehen es, Hasan Salihamidžić sehr aufgeregt, freut sich, was da jetzt gleich kommt aus den Händen des ehemaligen europäischen Fußballers des Jahres, Andrei Schewtschenko. Und da ist das los und es ist Real Madrid. Einmal mehr Real Madrid. Wie fällt die erste Reaktion aus? Doch ein bisschen durchatmen, ne? Ja, ist ein Top-Gegner, klar. Wir sind letztes Jahr ausgeschieden eben und dieses Jahr wollen wir es besser machen. Wir wollen ins Finale. Ich habe ja vorher gesagt, egal wer kommt, wenn man ins Finale will, muss man
die Mannschaft schlagen und deswegen bin optimistisch. Also in meiner Zeit, als ich jetzt gespielt habe, wir haben da sehr gut, sage ich mal, unsere Spiele gemacht, sehr gute Spiele gemacht. Deswegen, wir haben großen Respekt, aber keine Angst. Liverpool gegen Rom, logischerweise dann das zweite Halbfinale, das der Vollständigkeit halber Liverpool da zuerst mit dem Heimspiel. Das ist ja auch die Konstellation, die es in der vergangenen Saison war, also erst Heimspiel gegen Real und dann das Rückspiel. Ich glaube, wir haben in der Summe gesehen, dass das gar nicht so der große Faktor ist. Na, jetzt, wenn man jetzt die Viertelfinals gesehen hat, dann hat das jetzt nicht so eine große, sage ich mal, Auswirkung gehabt. Trotzdem denke ich, dass es grundsätzlich ein kleiner Vorteil ist, wenn man erstmal auswärts spielt. Aber man nimmt es jetzt, wie es kommt, sage ich mal. Wir wollen ins Finale, deswegen wollen wir gute Spiele machen.